So, meine Lieben, zwischendurch schaue ich natürlich immer einmal nach, ob die gemachten Aussagen hier im Fernsehen auch stimmen. Bei uns war vor nicht allzu langer Zeit der Walter Rieske von Genesis Pro Life und hat die Systeme vorgestellt. Wenn wir mal kurz auf meinen Monitor schalten, auf die Webseite von Genesis Pro Life, liebe Zuschauer, dann rede ich von diesen Produkten hier. Hier geht es um die Generatoren, einmal für das Stromnetz zu Hause. Das ist das hier ganz links. Dann geht es über das Amulett bis zum K-Generator, das, was Sie in Ihrem Auto nutzen können. Wir haben uns zwei Telefoninterviews vereinbart mit zwei Damen, die irgendwann von den Produkten erfahren haben und mit der Hoffnung, die eingesetzt haben, dass sie ihren Problematiken lösen können. Hören Sie sich an, was Sie zu sagen haben, und dann können Sie viel einfacher auch Ihre Entscheidung treffen. So, liebe Zuschauer, jetzt habe ich die Möglichkeit, mit einer Anwenderin zu sprechen, die Produkte von Genesis Pro Life probiert hat, und wir wollen mal hören, welche Erfahrungen sie gemacht hat. Jetzt ist am Telefon die Tatjana Keller-Hans-Scheiwieler. Hallo Tatjana, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich sehr gut hören, ja. Guten Tag. Wunderbar. Dankeschön erstmal, dass ich mit dir sprechen darf, Tatjana. Wie bist du überhaupt auf das Thema Genesis Pro Life gekommen? Wie hast du erfahren von den Produkten? Ich habe darüber über meine Mutter erfahren. Sie hat arbeitet mit auf der energetischen Ebene sehr viel. Sie hat eine eigene Praxis. Und sie hat vor circa einem Jahr die Genesis Pro Life Produkte entdeckt. Und da ich selbst in eine Erschöpfung hineingerasselt bin vor einem Jahr, hat sie mir den Generator wie auch das Amulett empfohlen. Aha. Genau. Du hast das dann über Genesis Pro Life erworben, und seit genau. du es hast, was hat sich denn geändert? Was konntest du spüren oder wo konntest du sagen, das und das und das hat sich gravierend verändert? Wir wohnen direkt an einer stark befahrenen Bahnlinie. Plus an einer nicht so stark befahrenen Bahnlinie, und wir standen immer unter Strom. Also mein Sohn war sehr aggressiv auch, wir konnten ihn zum Teil beinahe nicht beruhigen. Und seit wir den Generator eingesteckt haben, ist er sehr viel ruhiger, und für mich sind so Gefühlsschwankungen oder auch die Erschöpfung, die ich letzten Jahres hatte, wie kein Thema mehr. Das hat sich enorm gebessert. Dieser Generator, das ist das Teil, was du in die Steckdose einsteckst, um im Prinzip das Stromnetz zu harmonisieren. Ganz genau, ja. Ja. Hast du noch andere Feststellungen können machen, was Pflanzen und Tiere betrifft? Ja, wir haben einen großen Garten mit vielen Rosen, und ich hatte noch nie einen so blühenden Garten wie dieses Jahr. Sogar jetzt noch blühen die Rosen. Mhm. Und unsere beiden Pferde sind sehr viel ruhiger geworden. Sie haben schon noch so ihre kleinen Krankheiten, die aber auch zu ihrer Entwicklung gehören. Aber ja. sie sind wirklich im Wesen, sind sie viel ruhiger. Das heißt, seit dieser Generator im Stromnetz ist, hat sich, wie gesagt, sowohl die Menschen, die in dem Einflussbereich leben, wie die Tiere und die Pflanzen positiv entwickelt. Und hast du ihn zwischendurch mal rausgenommen wieder, oder ist er seitdem kontinuierlich am Stromnetz? Er ist kontinuierlich am Stromnetz. Ich habe ihn aber nicht mitgenommen, zum Beispiel in den Skiferien. Und da hat sich wieder so bei mir wieder so etwas Tieferes eingestellt, dass ich beinahe fiel. Und bei meinem Sohn haben wir gemerkt, dass er wieder unruhiger wird. Er hat sich auch verletzt in den Skiferien durch Unachtsamkeit oder einfach ja nicht hier sein wirklich. Mhm. Und geschlafen haben wir wieder sehr schlecht. Und genau, und das heißt für mich in den Ferien, der kommt einfach mit und mit. Genau, sogar die Tiere wurden krank auswärts, die waren auch in den Ferien. Ach, ja. Na, dann hat man ja einen großen Unterschied zu dem Zustand, wenn ein Stromnetz in einem Haus über den Genesis Pro Life Generator harmonisiert ist, dass sich einfach einiges anders anfühlt. Würdest du auf ihn verzichten wollen?
Nein, auf keinen Fall. Nein, auch das Amulett, das trage ich und mein Sohn trägt es auch jeden Tag für den Kindergarten. Es entspannt ihn einfach, es gibt ihm das Gefühl vom Hiersein und bei mir dasselbe. Würde ich nie mehr darauf verzichten. Das ist sehr schön, wenn solche Dinge den Menschen helfen können. Würdest du das auch weiterempfehlen können, Menschen, die vielleicht unter ähnlicher Problematik leiden? Ja, gerade auch in der Nähe von Stromnetzen oder Bahnlinien, ich denke, das würde sehr vielen sehr viel Entspannung bringen. Das ist sehr schön. Ich danke dir für deine Offenheit und dass du dich bereit erklärt hast, den Zuschauern über deine Erfahrungen zu berichten. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute, dass weiterhin alles harmonisch, gesund und in seiner Mitte bleibt. Und bis zum nächsten Mal, Tatjana. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, es gibt schon Veränderungen, wenn diese Systeme in Energienetze eingebracht werden. Nicht nur im Haus, natürlich geht das auch im Auto und mit Amulett dran. Dann haben wir auch andere Berichte schon bekommen. Wir werden jetzt nochmal uns telefonisch mit der Ruth verbinden. Auch eine Dame, die Produkte von Genesis ProLife gekauft hat. Und wir werden mal hören, was sie zu sagen hat. Jetzt habe ich am Telefon die Ruth Grummenacher-Geiseler und jetzt wollen wir mit ihr mal sprechen, welche Erfahrungen sie mit den Genesis ProLife Produkten gemacht hat. Hallo Ruth, kannst du mich hören? Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich mit dir telefonieren darf, Ruth. Ruth, Genesis ProLife sagt dir etwas. Wie hast du denn von diesen Produkten erfahren? Ja, also ich habe erfahren, eigentlich durch meine kleine Tochter, ihr ging es nicht so gut. Ja. Und da suchte ich immer wieder neue Sachen, probierte ich aus. Und da kam ich bei der Gesundheitspraxis auf dieses Produkt. Aha, als du es zum ersten Mal gehört hast, Genesis ProLife Generator, was hast du denn so gedacht? Konntest du dir vorstellen, dass das nützlich sein kann? Nein, das dachte ich nicht, wirklich. Ich musste es ausprobieren eben. Das war wirklich extrem, was ich da gesehen habe, wie sich das Baby entwickelte. Das war wirklich Wahnsinn. Es ist natürlich. Ich habe ja nicht so eine große Lebensenergie, aber das wusste ich ja nicht. Es war einfach platt und trinkte nicht. Ich fragte die Ärzte und die sagten immer, es ist alles gut mit dem Kind. Und ich als Mutter dachte immer, das Kind, es weinte auch nie. Ich dachte immer, das Kind, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Dachte ich mir immer im Inneren. Weil ich habe ja noch zwei größere Kinder und die waren wirklich nicht so. Ja. Und da habe ich den Generator angeschafft. Und das war wirklich wie ein Schalter. Das Baby, das hatte wieder Farbe im Gesicht bekommen. Wirklich. Und es meldete sich zum Trinken, oder? Ach. Das war wirklich erstaunlich. Es weinte dann mal wirklich, wenn es Hunger hatte. Das kannte ich vorher nicht. Es lag da und dann dachte ich, na, ich muss dem Kind noch einen Schoppen wiedergeben. Aber ich dachte immer, dass die anderen zwei Kinder waren wirklich nicht so. Die weinten und ja, das war wirklich erstaunlich. Als der Generator dann bei euch im Stromnetz eingefügt war, hast du sonst noch Veränderungen gespürt? Wie fühlst du dich? Wie schläfst du? Wie kannst du dich konzentrieren? Wie ist dein Gefühl so geworden? Ja, also der Schlaf ist sicher besser, tiefer und intensiver. Und ich habe weniger schwere Beine. Das merke ich einfach, ja. Das ist das, wo ich merke. Und mein Mann auch, der schläft auch wirklich besser durch deine, den Generator. Ja, und deine anderen beiden Kinder, spüren die auch eine Veränderung oder siehst du an ihnen eine Veränderung? Ja, vor allem bei meiner Tochter. Die hat sich immer so aufgeregt, die war so aufgewühlt und konnte sich nicht beruhigen. Ich wusste dann auch nicht, was machen. Und das wurde wirklich, das ist wie weg. Die kommt gar nicht mehr in das hinein. Und wie lange hast du jetzt den Generator? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und deine jüngste Tochter, wie hat sie sich jetzt in dem halben Jahr entwickelt? Ja, sehr gut. Sie ist jetzt 10 Monate, ja. Da habe ich schon Freude, wie sie jetzt also einfach mehr Energie hat. Also, ja. Ja.
Also das heißt, seit dieser Generator bei euch im Einsatz ist, bist du eigentlich rundherum mit der Entwicklung zufrieden. Das heißt, die Kinder entwickeln sich prächtig, ihr schlaft gut. Hast du auch eine Erfahrung können machen mit Pflanzen oder Tieren bei euch im Haus oder im Umfeld? Ja, der Hund, mein Hund draußen, der ist auch einfach bitter. Der hat manchmal gehinkt. Ja. Und das sehe ich nicht mehr. Also, ein bisschen die gehinkt hat er manchmal, die Beine, das sehe ich nicht mehr. Er ist wirklich auch fitter, man sieht es. Das hört man ja gern, ja, wenn es allen besser geht. Würdest du darauf verzichten wollen, auf den Generator? Nein, nein. Also es hat euch wirklich spürbar eine Veränderung, eine positive Veränderung in den Haushalt gebracht. Den Menschen geht es besser, den Tieren geht es besser. Alles ist harmonischer geworden. Von deiner Sichtweise aus, würdest du das Produkt weiterempfehlen? Ja, ich würde es schon weiterempfehlen, doch. Also wenn gerade so Problematiken auftauchen, wie du es gesagt hast, gerade das Thema Aggression, Schlaflosigkeit, dieses Aufgewühltsein, nicht in seiner Mitte sein, das ist eine Thematik, die natürlich viel mit Elektrosmog zu tun hat und mit dem Generator. Und wenn dann das Haus harmonisiert ist, dann fühlen sich natürlich alle Bewohner viel besser. Ja, genau. Ja, wir haben ja hier auch, das habe ich vergessen zu sagen, natürlich eine Hochspannungsleitung. Das hat natürlich schon einen großen Einfluss, oder? Mhm. Auf das Wohlbefinden, aber das wusste ich ja nicht, oder? Ja. Ich Entscheidend habe mich nie mit dem Thema so ausgesetzt, also ja, beschäftigt, muss ich sagen, ja. Für uns ist wichtig, dass wir genau etwas vorstellen konnten, was den Leuten hilft. Und für mich ist auch wichtig, dass wir immer mal nachfragen, ob auch die Eigenschaften, die das Unternehmen dem Produkt zusichert, ob die letztendlich dann auch so bei den Menschen ankommen. Und das scheint ja mit dem Generator so zu sein. Dann sage ich vielen Dank, Ruth, für das kurze Interview. Alles, alles Liebe und alles Gute deiner Familie natürlich. Und weiterhin alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört jetzt von zwei Kunden, die das Genesis Pro Life Sortiment nutzen oder teilweise nutzen. Da gibt es sehr große Erfolge. Natürlich habe ich auch viele E-Mails. Besonders sagen auch die Leute immer, wenn sie das Amulett abends ausziehen, legen sie es unter ihren Wasserkrug und der ist am nächsten Morgen ganz voll Sauerstoffbläschen. Also wir sehen, da passiert was mit Energie. Nutzen Sie diese Dinge zu Ihrem Wohle. Das ist unsere Zielsetzung. Und natürlich wünschen wir allen unseren Zuschauern viel Vergnügen und die gleichen Erfolge und entsprechende Verbesserungen ihres Zustandes durch Genesis Pro Life. Time2doshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.time2doshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline